Im Rheinland ist es in den vergangenen Tagen erneut zu heftigen Schneefällen gekommen. Hier stellt sich mal wieder die Frage für Hauseigentümer, Vermieter und Mieter nach der Räumpflicht. In den städtischen Satzungen ist geregelt, dass die Räumpflicht auf die Hauseigentümer übertragen wurde. In den Mietverträgen ist häufig geregelt, dass der Hauseigentümer den Mietern diese Räum- und Streupflicht überträgt. Der Hauseigentümer ist jedoch verpflichtet, zu überwachen, ob der Mieter diese Verpflichtungen auch einhält. Die städtischen Satzungen sehen in der Regel vor, dass zwischen 7 und 21 Uhr nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Einsetzen der Glätte gestreut und geräumt werden muss. Krankheit oder berufliche Verhinderung entbindet nicht von der Räum- und Streupflicht. Hier muss der Hauseigentümer oder der Mieter selber einen Ersatz organisieren. Sollte jemand seine Streupflicht verletzt haben, haftet der Hauseigentümer oder Mieter, dem diese Streupflicht übertragen würde, für eventuell stehende Kosten. Hierzu zählen unter anderem Krankenhauskosten, Lohnausfall, aber auch Schmerzensgeld für die betroffene Person. Dieses kann im Einzelfall sehr, sehr teuer werden und schnell in mehrere 10.000 Euro gehen. Näheres erfahren Sie bei Ihrer Stadt, in der städtischen Satzung oder bei dem nächstgelegenen Haus- und Grundeigentümerverein oder bei Haus und Grund Rheinland.